Eine neue Ausgabe aus der Welt der Eisenbahnen. Rail Herbie hofft, dass es euch gefällt. Februar 2015. Blankenburg im Harz. Ein Dampfzug fährt nach Rübeland. Die Rauch kann man nicht putzen, ja? Ja. Nur im Kessel. Die Dampflok ist die einzigste betriebsfähige dieser Baureihe. Im Betriebswerk Rübeland. Für die Fotografen eine betriebsfähige und eine ausgemusterte Museumslok. Die Mutti kann sich da noch auf den Puffer setzen, dann noch mal ein schönes Foto. Ziel der Eisenbahnfahrt ist unter anderem der Besuch der Baumannshöhle in Rübeland. Inzwischen ist der Zug bereit zur Rückfahrt nach Blankenburg. Er muss noch die Kreuzung eines Güterzuges abwarten. Ein Güterzug holt Kalk aus dem benachbarten Tagebau. Die Lok setzt gleich um am Spitzkehrenbahnhof Michaelstein.
Weiterfahrt hinunter nach Blankenburg.